Also hier hat der Favorit auf dem Papier, letztlich auch auf dem Eis gewonnen. Muss nicht überall so sein. Bestes Beispiel dafür ist die Partie zwischen Straubing und Mannheim. Von der Papierform her alles klar, nur manchmal kommt es eben doch anders, als alle denken. Taufik Khalil und René Kirsch mit unserem DEL-Telegramm. Spielt der Elfte gegen den Ersten, dann müsste das für den Torwart des Elften, also Straubings Matthew Climie, ein ungemütlicher Abend werden normalerweise. Doch diesmal ist alles anders. 15 Sekunden gespielt und der Underdog aus Niederbayern führt schon mit 1:0. Ryan Bader vollendet nach Vorarbeit von Alexander Dotzler. Schwer zu sehen, Dennis Endras im Mannheimer Tor chancenlos. 4.400 Fans am Straubinger Pulverturm im Hockeyhimmel. Zwei Minuten später Mirko Höflin auf und davon. Dennis Endras kann abwehren, doch dann ist die Scheibe drin. 2:0. Der ehemalige Mannheimer kommt mit ganz langem Arm an den Abpraller. Traumstart für die Straubinger und Larry Mitchell. Der muss erstmal auf den Zettel gucken, damit er es selber glaubt. 5 Minuten gespielt im zweiten Drittel. Mannheim in Überzahl und die Adler zeigen, dass sie die Powerplay-Könige der Liga sind. Brandon Yip mit dem Anschluss. 35. Minute, Straubing jetzt in Überzahl und die Tigers können das auch ganz gut. Austin Medeski fast von der blauen Linie. Der passt ganz genau oben links ins Eck. 3:1. 2 Minuten später, die Adler mit einem präzisen Pass auf Brent Redicke. Und der Tabellenführer ist wieder dran. Nur noch 3:2. Straubing, Hoffnung bei den Adlerfans. Aber 4 Minuten vor Schluss die Entscheidung für den Außenseiter. Michael Connolly macht mit einem Schlenzer alles klar. Straubing gewinnt mit 4:2 gegen den Liga-Primus.